Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay, das reicht. Jo. So, jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal ein spezielles Video in Duel mit dem Barca. Hey, yo, was geht ab? Und ja, Anton ist auch im Start. Jo, bevor wir gleich so erzählen, worüber wir heute labern mit euch, erstmal noch was zum Gameplay. Ich lade heute, oder ich tue heute im Hintergrund einfach mal meine 99er Gunstreak, weil ich keine Gameplays mehr habe. Ich hoffe, euch gefällt das und ja, ich denke mal, du könntest sagen, was wir heute für ein Thema am Start haben. Genau, wir werden einfach so euch erzählen, so Freestyle, wie wir so zueinander gekommen sind, wie wir uns kennengelernt haben und wie sich so die ganzen letzten Monate entwickelt haben, was wir so zusammen, ja, immer gemacht haben, bla 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 und so weiter. Also einfach ein wenig Freestyle über unsere Geschichte. Ja, genau. Willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen, klar, kein Ding. Also, wie wir zueinander gekommen sind, ich kann ja erstmal sagen, wie ich dich als erstes gesehen habe oder wie ich auf dich gekommen bin. Das war damals bei Beast Community One. Tesco hat ja so einen Community-Kanal, wo er ein paar kleine YouTuber supportet hat. Und da habe ich deine, ich glaube, es war eine 90-Sekunden-Nuklear, ne? Multiteam. Nee, ja, genau. 6 gegen 6 Stellung, ich weiß es sogar noch. Nee, das war schon Multiteam. Echt? So richtig alte Zeit, so wo Multiteam gerade am Start war. So. Genau, und da war ich schon auch übelst impressed. 90-Sekunden-Nuklear ist echt nicht einfach, auch in Multiteam. Und ja, so habe ich erstmal deinen Namen das erste Mal gehört. Und dann später, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, aber auf jeden Fall ein paar Monate, habe ich dann mein Schützlingsprojekt gestartet. Das war im August 2013, genau. Und da hat Flo mir ein Video eingeschickt und das habe ich dann hochgeladen. Das war dann eins der besten drei und es wurde dann am besten bewertet. Also wurde dann Flo mein Schützling und so sind wir dann in Kontakt getreten. Und du kannst ja erstmal genau sagen, wie danach so die erste Zeit ablief, weil wir haben ja nicht so viel geskypt am Anfang. Ja, stimmt, aber ich sag noch eben, wie ich auf dich kam, das interessiert die wahrscheinlich auch alle. Ja. Da hattest du, glaube ich, so 5.000, 6.000 Abonnenten, also auch noch richtig wenig. Und das war dann auch durch Beast Community, bin ich auch auf Anton gekommen, weil er hat dann mein Video, sag ich mal, bei Tesco kommentiert. Und ich wusste halt so schon, wer so Whisker Bass ist, wegen diesem einen Channel, ich weiß nicht mehr, wo man auch irgendwie Gameplays Jam einschicken Top Gameplays konnte. So. Ja, genau, Jam ja, Top Gameplays. Oh mein Gott, die Oldschool. Ja, Mann, und dadurch kannte ich halt Anton auch schon und dann bin ich halt durch Beast Community wieder auf seinen Channel gekommen, hab ihn dann abonniert und ich weiß nicht genau, ob du das noch weißt, aber dann dein Video hast du dann so ein hochgeladen, so ein FFA, ich glaube, wo der erste 20 Kills hat und dann auf hast du auch den Newcloud ja, gemacht. Mit MP7. Mhm. Ja, genau, und dadurch bin ich dann auf dich gekommen und dann habe ich halt, wie gesagt, bei dem Schützlingsprojekt mitgemacht und ja, dann wurde ich halt Schützling und die erste Zeit so, wo wir dann, sag ich mal, in Kontakt getreten sind, war mit Skypen und so, mit Zocken überhaupt nicht, war halt gar nicht so wirklich viel am Start, sag ich mal. Ja, aber es lag einfach daran, dass der Flo früher auf der Xbox aktiv war und ich auf der Playsee und dann, ich weiß nicht, ich habe früher immer nur mit Leuten geskypt, auch heute noch, mit denen ich halt auch zocke, so nebenbei und so weiter und deshalb haben wir halt nicht so viel miteinander so getalkt und so weiter. Und ja, danach, ich glaube, so ein paar Monate später, so im Dezember circa, oder nee, wann habe ich dir meine Playsee geschickt? Ich glaube dieses im Januar. Jahr, oder? Ah, im Januar, genau. Jahr, ja. Da habe ich Flo meine zweite Playsee zugeschickt und dann haben wir angefangen zusammen zu zocken und so, haben alle zerrissen, die ganzen Gegner und so, haben dann auch ein paar Videos zusammen aufgenommen live, wie zum Beispiel hier Schwitzt du Triple, wo ich da fast die Triple-Nuklear hatte live, zusammen ja, mit Flo im Team und kurze Zeit später haben wir dann so beide unsere Über-Beast-Zeit gehabt, du mit deiner Triple, ich mit meiner Triple und so weiter, das war auf jeden Fall immer ganz richtig, ja, fresh. Ja, Mann, das war auf jeden Fall richtig krass. Für viele sind ja auch wir so die beiden Oberbiester in Black Ops 2 Public. Also auf jeden Fall ganz cool, was für einen Namen wir uns gemacht haben, ne? Ja, das stimmt. Also du warst ja sowieso schon immer das Beast, sag ich mal, in Black Ops 2. Und bei mir fing das ja dann erst. Ja, das hat ein bisschen später, länger gedauert. Ich weiß noch, als ich deinen ersten Live-Commentaries geschaut habe, du hast irgendwie so eine, ich weiß nicht, SMR-Nuklear oder so gemacht. Ja, und hast dich da so übelst abgefeilt. Ja, Nuklear, Nuklear, Nuklear. Heutzutage würdest du bei einer Chippe so ausrasten, ist da auf jeden Fall ja auch ganz witzig immer. Aber mittlerweile bist du auch ein Überbeast und genau. Mal ja, gucken, wie das dann bei Advanced Warfare ablaufen wird, ne? Ja, Mann, das wird auch bestimmt richtig geil werden mit uns zwei irgendwie auf Triple schwitzen und sowas. Ja, aber ich hoffe, die patchen das, weil bei Advanced Warfare ist ja so mit der Nuklear, dass man die auch mit Killstreaks erreichen kann. Also du machst zum Beispiel 15 Kills, hast dann diese eine Vitol-Einheit, die ist ja, glaube ich, so ähnlich wie in Black Ops 2. Mhm. Und wenn die abgeht, hast du sofort deine Nuklear. Also ich finde es ein bisschen zu easy. Mal schauen, ob die das patchen.
Ja, aber ich denke, dann kann man ja trotzdem noch irgendwie nur mit Orbit oder mit Drohne oder mit diesen beiden Ja, klar. Score-Streaks Aber spielen. angeblich gibt es auch eine Secret Kill Streak, die du nur mit. Also eine Secret Streak, die du nur mit Gun Kills erreichen kannst. Das wäre Ja, auf jeden Fall richtig geil. ja, Mann. Und ich Und. muss auch sagen, Advanced Warfare ohne Scheiß, ne? Das Spiel ist einfach richtig geil. Das wird so viel Spaß machen, weil das Movement, das wird einfach nur auf Movement und Gun-Skill halt ankommen halt. Ja, das war immer für mich übelst wichtig. Ich bin ja auch übelst der Geier, der immer auf Aim und auf Movement und so weiter geht. Ich fand's schade, dass du bei der Gamescom nicht da warst. Warum bist du noch nicht mal gekommen? Weil du im Urlaub warst, ne? Ja, das war halt genau die Zeit, sag ich mal, die Ah, Woche, wo schade, Mann. ich im Urlaub war, war halt die Gamescom, da bin ich dann nicht hingekommen. Aber ich denke mal, nächstes Jahr bin ich dann auf jeden Fall am Start, würde ich sagen. Also ich kann es nur mal so sagen, wenn das Spiel sich so bestätigen wird in den ersten Monaten, weil man muss immer gucken, wenn ein Spiel rauskommt, wie die ganzen Lobbys und so sich entwickeln, ne? Wer so tryhardet und wer nicht. Aber wenn es so bleiben wird wie vom ersten Eindruck, dann könnte es sogar noch geiler werden als Black Ops 2. Ohne Mist, es hat echt ein richtig großes Potenzial, das Spiel. Ja, es wäre auf jeden Fall richtig, richtig geil. Dann haben wir auch nicht, sag ich mal, so wie in Ghost nur ein paar Ja, das Monate wäre so was davon, schade. sondern dann halt direkt das Jahr dann darauf hin. Ja, das Das hoffe wäre ich auf jeden Fall einfach, dass richtig das geil. Spiel bei der Community gut ankommt. Bei Ghost, ich meine, man hat die ersten 2 Wochen vielleicht, oder ich habe, glaube ich, nur einen Monat lang Ghost Gameplays hochgeladen, danach sofort wieder BO2, es kam mir auch viel besser an. Man konnte einfach keine Videos über Ghost machen, es hat niemand mehr gejuckt nach ein paar Wochen. Bei Advanced Warfare wird es hoffentlich besser sein. Bei BO2, ich weiß nicht, ich glaube 6 Monate lang haben die Leute typische Gameplay-Commentaries gemacht über das Spiel, ne? Ja, Mann. So Red zum Beispiel und so weiter. Der hat ja selbst noch im Mai hier irgendwelche Tipps und so gegeben, ne? Aber ich denke auch, das Problem bei Ghost war halt einfach, dass man sich alles freischalten konnte oder halt kaufen konnte durch irgendwelche Dinger. Ja. Und da war halt gar nicht so, dass die Motivation dazu, das Spiel halt wirklich durchzusuchten, weil man halt alle Waffen schon direkt holen konnte, halt wie so irgendwie. Genau, Keine das haben Ahnung. sie auch mit Advanced Warfare jetzt einen Tick besser gemacht, weil man kann ja die Waffen sogar dann noch hier aufrüsten und so weiter, ne? Ja, und halt generell das Leveln wird halt wieder, sag ich mal, beansprucht. Genau. Okay, das war's dann eigentlich auch schon. Kurz und Genau. knackig zu unserer Geschichte, Flo. Jo. Und ich wollte dich noch eine Sache fragen, und zwar, hättest du vielleicht Bock, zum Ende von Black Ops 2, sag ich mal, bevor dann das neue COD rauskommt, in mir dann noch ein Nuklearduell zu machen? Da wollte ich auch gerade sagen, das können wir echt gerne machen, klar. So, ich weiß nicht, eine Stunde, obwohl eine Stunde ist ein bisschen zu wenig, auch wieder 2 Stunden wahrscheinlich, ne? Ja, es wäre halt richtig geil. So die beiden Biester, sag ich mal, die ungeschlagen sind in Killduellen und alles, machen dann nochmal zum Abschluss. So, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Mal schauen, ob das was wird oder so. Ja, können wir gerne machen. Mal gucken. Bei uns dauert es ja immer ziemlich lange, bis wir zusammen ein Video machen. Ich weiß nicht, irgendwie kam immer etwas dazwischen. Wann haben wir schon mal das Video aufgenommen? Vor einem Ja, vor Monat oder einem Monat so? oder Ne, so, mehr, ja. glaube ich. Locker 2 Monate. Ja, Aber da war ungefähr. Flo seine Tonspur ein bisschen defekt und dann mussten wir das Ganze jetzt hier nochmal aufnehmen. Aber ist ja kein Ding. Aber trotzdem hat es ewig gedauert. Ja, Immer kam Mann. etwas dazwischen, entweder bei dir oder bei mir. Und dann hier wegen dem Umzug und so hat sich das alles nochmal verzögert. Aber nun Ja, ja. genau. Skype-Fail? Ja, ich würde mal Flo? sagen, das war's vom Video. Schaut auf jeden Fall bei Anton Jetzt ist vorbei, die. wenn ihr den noch nicht kennt oder so. La, jetzt ist er abgekackt in Skype, ich glaub's nicht. Okay, kurzer Cut. So, Leute, da sind Oh, wir wieder. shit. Okay, also, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Falls ihr Bock habt auf so ein 2-stündiges Nuklearduell von Flo und mir, lasst doch einfach ein Like da. Das werden wir dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, bei dir oder bei mir hochladen. Zum Ende von Black Ops 2, also in 2 Monaten. So Ende Oktober könnte man das Ja, machen. genau. Genau. Okay, Flo, hat Spaß gemacht, mit dir ein Video zu machen. Ja, mir auch auf jeden Fall. Schaut bei Anton vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt, was ich natürlich nicht glaube, aber könnt natürlich vorbeischauen. Und Jo. mir hat es auf jeden Fall auch Bock gemacht, mit dir ein Video zu machen. Und das war's auf jeden Fall von mir. Habt noch einen schönen Tag und haut rein und ich lasse dem Anton das Schlusswort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.